Es wird das Verfolgerduell. Der FC Energie Cottbus gegen 1860 München. Tabellenplatz 4 gegen 5. Ein Spiel auf Augenhöhe. Trainer Rudi Bommer hat seine Mannschaft gewarnt. Ja, man muss aufpassen. Die haben eine sehr gute Offensive insgesamt. Da muss man schon sehr konzentriert dagegen halten. Und wie gesagt, wir wollen dann aber auch gegen die Defensive, wo wir einige Mängel ausgemacht haben, einfach da drauf spielen. Und mit unseren Zuschauern im Rücken denke ich, dass die Jungs das ja auch so gut umsetzen. Die Verletztenliste des FC Energie ist fast unverändert lang. Stiepermann und Farina sind immer noch verletzt. Hünemeyer und Engel haben zwar noch Probleme, konnten gestern aber mittrainieren. Zumindest Daniel Adlungs Einsatz ist sicher. Er hat seine Rotsperre abgesessen. Energie wird auch jeden Mann in der Offensive brauchen. Die Löwen kassierten in dieser Saison 7 Gegentore. Nur Tabellenführer Braunschweig ließ weniger zu. Am Montag spielten die 60er nur unentschieden gegen Erzgebirge Aue. In Cottbus wollen sie wieder einen Sieg. Soweit ich weiß, haben die jetzt auch in den letzten Spielen ihre Probleme gehabt. Haben nicht mehr die Punkte geholt, die sie sich wahrscheinlich auch vorgenommen haben. Ist auf jeden Fall ein anderer Gegner als Aue. Ich denke, dass sie wahrscheinlich auch mehr über das Fußballerische kommen als über das Kämpferische. Aber nichtsdestotrotz ist es eigentlich egal, wie der Gegner heißt. Wir müssen gucken, dass wir unser Spiel wieder machen oder wieder zu unserem starken Spiel finden. Und dann sollte das auch funktionieren. Wird ein interessantes Spiel, weil Cottbus ist auch ein Favorit. Aber ich denke, in diesem Spieltag spielt Braunschweig gegen Hertha und Köln gegen Kaiserslautern. Also drei Top-Spiele, was den oberen Bereich betrifft. Und deswegen kann alles passieren. Auch im Hinblick auf die Tabelle ist alles möglich. Cottbus will weiter oben dranbleiben, am besten die ganze Saison lang. Wir wollen so viele Punkte dann noch holen aus den restlichen Spielen, wie es geht. Und dann wirst du zwangsläufig auch dann letztendlich dann da oben dabei sein, die ganze Saison. Aktuell liegt der FCE mit 18 Punkten auf Tabellenplatz 4, dicht gefolgt von 1860 München auf Platz 5. Braunschweig führt weiterhin die Tabelle an, Schlusslicht bleibt Duisburg mit 5 Punkten. Das Verfolgerduell, der FC Energie Cottbus gegen 1860 München. Morgen um 18 Uhr im Stadion der Freundschaft.